Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal mit Svenny. So, ich bin hier gerade mal schon am Anfang, so ein paar Maschinen wegzuholen. Dass hier so ein bisschen Platz ist. So, was ich schon mal so reinkriege, ne? Und dann räumen wir gerade schon mal weg. Dass wir dann nicht ganz so einen Stress haben, ne? Passt, wa? Allmann. So, du. Kannst die zu. Gut. Das haben wir. MIP. Ich hab doch so einen Huflauder mit reingenommen, ne? Bist du hierbei? Nein. Dann bist du hierbei. Du bist das, glaube ich, ne? Oh, der hat ein Heckgewicht. Cool. Ja, mit Monitor. Kennzeichen? Geht nicht. Born Typ 3. Und dazu brauchen wir eine Pike. Kauf erstmal die. Kaufen. Danke. So, dann lass uns mal eben gucken. Wir hüpfen mal. Du stehst auch noch da, du stehst da. Ich muss auch irgendwie eben einen Big Bag Kaufer mitnehmen. Hühner müssen wir auch noch füttern, ne? Hafer brauche ich. Kaufen. Dann nehmen wir auch eben Big Pack Weizen mit. Kriegen wir hoffentlich hin, ne? So. Du hast einen Monitor. Cool. Und ein Heckgewicht. Das ist immer Premium. So, was brauchst du heutzutage, ne? Ne, Gewicht brauchst du heutzutage. So, als erstes. Kriegen wir die beide mit? Glaub nicht, wa? Sieht einer was? Guck mal eben, passt das so? Das war zweimal fahren, jetzt nichts, wa? Mal können wir in einen Rutsch fahren. Wenn ich die jetzt vernünftig hinstellen würde. Geklappt. Das ist gut. Bringen wir das in den Hof. Und nehmen Bild. Unser neues Hofmoped. Der Abflug. So heißt sie oder so? Ne, ne, ne. Schade, schade, Limonade. Und die Hühner hat noch nichts zu futtern und die Pferde brauchen ja auch noch Hafer und Heu. Deswegen eben die Viecher füttern. Läuft hier, ne? Nicht so wie es soll, aber es läuft. Und die haben aber ein Schwingerchen drauf, du. Einiges Blechle. Muss man immer ganz ehrlich sagen. Einiges Blechle.
Reliquien eben mitnehmen. Eben hat mir vor allen Dingen gut gefallen, ne? Dem ist zu der Hühner. Bin ja auch noch nichts zu beißen, so. Ja, moin, moin. Morgen geht's schicken umsonst, ne? Ja, ja, ja. Läuft bei euch, wer? Geht er da alle rein? Bestimmt, ne? Ne, bestimmt nicht. Wie kann das denn? So, geht ihm mal da beiseite. Ich stelle das mal eben hier so hin, ne? Wenn ihr Hunger habt, SB. Kennt ihr SB? Selbstbedienung. Aber das macht ihr gut hier. Das macht nichts mehr. Das Huhn. Schickram. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht das Schild umbrackle hier. Und dann geht. Ey, der ist echt gut. Ich finde den Premium. Die müssen wir auch noch zu Ende bauen. Mann! Das wird uns auch noch ein paar Folgen begleiten, dass wir hier fertig bauen müssen. Ach nee. War hier nicht das Problem, dass wir das da so nicht reinkriegen? Obwohl, ne? Ich meine wohl. Muss man, glaube ich, mit der Hand da einfüllen, ne? Ne, geht, geht. Guck mal. Hunde? Ja, hab ich auch hierhin gefahren, du Kolle. Guck, Kaline ist auch an Rummusen. So, Kaline, geh mal eben dabei an der Seite, du. Ja, geh mal an die Seite, du. Ja, ich wollte genau da lang. Du hast es erfasst, man. Die ist ja ein bisschen zickig, du. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen doll zickig. So, jetzt. Ich hab doch einen Planer. Ich weiß nicht, ob der aufgeht. Wenn das klappen würde, wäre es schon mal ein Premium. Dann hätten wir nämlich schon mal ein bisschen an Krieg gewonnen. So, eben eine Hohlballe erstmal hier wegrollen. Ich glaube, der Drescher steht zu weit hinten. Erstmal eben die Viechers hier versorgen, das ist ganz wichtig. Die knicken immer so komisch, die Teleskoplader, ne? Ne, da passen keine zwei Ballen hinter, ey. Schickra. Ich muss auch noch walzen, ne? Shit, shit, shit. Guck mal, der Onkel ist wieder da. Hast du gesehen, der? Hat er gut gemerkt, ne? Nimm die Heu an. Ja, hab ich ja gerade gefragt, du. Okay, alles klar. Danke. Nimm das Gemüse dann mal wieder weg. Ja. Läuft bei euch. So, dann können die sich da rumfilistrieren. Das läuft ab. Wir hüpfen hier wieder rein. Rückwärtsgang ist noch drin. So, sag mal. Stroh hatte ich da reingeräumt, ne? Das könnte da zur Not. Ich weiß nicht, kommen wir mit dem Hobel da rein? Ich hätte sonst überlegt, hier hinter Heu und Stroh zu stapeln. Ja, kommst du auch kaum rein. Ja, dann kannst du nur eine Rutsche hinpacken. Komm, dann packen wir das erstmal hier so hinter. Wenn es denn dann klappen würde, den Platz da lassen wir frei. Wenn ich da jetzt durchpassen würde. Reicht so. Hier so Heu hinpacken.
Wenn wir es brauchen, können wir es mit dem kleinen Fifi hier rausholen. Weißt du? Hm. Wow, ist so klug, ne? Weißt du? Wollen wir das irgendwie weg? Dann passt das. Haben wir das Problem schon mal gelöst? Dann irgendwie. Ne, müssen wir dann zwar noch weiter wegrollen, aber das würde jetzt mal klappen, so einigermaßen. Ziehen und langsam zurückfahren, weil die BGA und die Büsche, die stehen gut. Nicht. So, hier so hin. So. Ja, der ist gar nicht schlecht, der Telelader hier. Der gefällt mir, ey. Vor allem, dass der hinten Gewicht dran hat. Ist ein super Pluspunkt. Also wird das so ziemlich mit meinem neues Moped, was das angeht. Bin ich hier ganz ehrlich. Gewicht ist immer ein Vorteil. Meist, dass ja da die Dinger hochgehen, ne? Hinten hochgehen. Wenn du zu viel in die Schüppchen hast und so. Deswegen ist das ein riesen Vorteil. Machen wir uns nichts vor. Hier muss noch Walzen, ne? So, mit der Tür habe ich es heute nicht so. Ist noch keinem aufgefallen, ne? Mir auch, ne? Und wenn wir das brauchen, können wir das dann nicht hier rausholen. Problem gelöst, würde ich mal sagen. Festgelöst. Moin, Obläschen. Na, wie ist die Longe? Alles tutti bei euch? War tutti oder was? Mögt ihr das Rot nicht? Ich hätte den auch in einer anderen Farbe nehmen können. Ist nicht das richtige Rot, glaube ich. Sind die nicht gewohnt? Oder mal formen wir richtig rot. Der Monitor ist ein bisschen lütter, oder? Okay. Musst du nicht nehmen. Guck mal, zwei Ballen. Und geht nicht hinten hoch. Richtig gut. Schickram, Schickram. Und schon fertig hochgelaufen. Ist ganz geknickt, ne? Der läuft trotzdem nicht richtig hin. Ist er langsam hin? Ja, hier müssen wir mal mit dem Motorsensor lang, ne? Dass er wieder vernünftig ist, so. So. Halt doch mal an. Ne, fahr noch mal vor. Ich hab so weit von gewusst, Mann! Oh. Geh doch da raus! Ich will mich das Spiel auch verarschen. So, wir stellen sie dann nochmal hin und hoffen, dass sie da stehen bleiben. Ja, das haben wir. Das läuft nicht nach Plan, aber es läuft. So.
Inneren. Ja, passt das. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, die wollen nichts mehr verpassen von der ganzen Grande, der Malheur, was hier immer so alle passiert. Dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.